Hallo allerseits. Schön, dass ihr wieder da seid. Es ist wieder mal Zeit für Netzsprech. Heute geht es um zwei Themen. Erstens Olympiade. Die Sommerolympiade in Japan ist ja geplant und zwar vom 24. Juli bis zum 9. August. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema des heutigen Abends ist ein Blick hinter die Kulissen meiner Online Dasein Akademie. Da geht es ja um Social Media und Co. Also beides für mich jetzt relativ interessante Themen. Ich hoffe für dich auch. Punkt 1. Olympiade. Wieso solltest du dir jetzt Mitte Februar Gedanken darüber machen, dass die Olympiade im Juli stattfindet? Ende Juli bis Anfang August. Völlig egal, ob du selbstständig bist oder Pastor, Pastorin, völlig egal, ob du die Olympiade super findest oder dir Sport überhaupt nichts sagt. Du weißt, wenn du ein bisschen länger schon dabei bist, ich bin ja selber eine Coach Potato, das heißt, ich sehe mir das eventuell ausschnittsweise im Fernsehen an, dass ich so nebenbei im Internet das eine oder andere laufen lasse, während ich meine Wäsche zusammenfalte oder ähnliche Dinge. Aber ich bin jetzt nicht der Sportfreak und ich hechte also nicht so wahnsinnig hinterher. Dennoch ist die Olympiade etwas für mich, wo ich sage, muss ich in irgendeiner Weise ja mit einbeziehen. Entweder in der Hinsicht, dass ich sage, irgendetwas in die Ausrichtung Olympiade mit hineinnehmen oder sagen, das ist eher so mein Ding, Olympiade, ja, Leute, es gibt die Olympiade, wer damit nicht unbedingt was zu tun haben möchte, kann sich gerne mit mehr so mit meinen Inhalten beschäftigen, die nichts mit Sport zu tun haben. Also das wird dann so eher meine Phase sein. Was ist das Besondere bei dieser Olympiade? Erstens, es gibt wieder neue Sportarten. Baseball für Männer, Softball für Frauen, Skateboard ist dabei, dann ist dabei Sportklettern. Ich glaube, da würde ich schon beim Zusehen Höhenangst bekommen. Ich glaube, das kann ich mir gleich abschminken. Und was war noch? Karate und Surfen. Karate und Surfen ist etwas, was ich interessant finde. Ich denke mal, da werde ich mal reinschauen. Ansonsten diese ganzen Sportsachen sind nicht so mein Fall. Nichtsdestotrotz, für dich kann es durchaus wichtig sein. Solltest du selbstständig sein, kannst du dir überlegen, ob du dich positiv, negativ oder neutral gegenüber der Olympiade verhältst. Verhältst du dich positiv gegenüber der Olympiade, macht es Sinn, alles in Richtung Olympiade auszurichten. Das heißt, Dekoration von deinem Lokalgeschäft, also von deinem örtlichen physischen Geschäft, aber auch von deinen sozialen Medien und deiner Webseite. Solltest du dagegen sein, lässt du das natürlich alles weg und gibst vielleicht auch denjenigen einen Hafen, die diesem ganzen Irrsinn irgendwie entfliehen möchten. Bist du neutral, kannst du vielleicht so ein bisschen darauf eingehen, aber es nicht in den Fokus stellen. Wenn du damit irgendwie was machen möchtest, bietet sich an, alles irgendwie in Richtung Wettbewerb zu thematisieren. Also alles, was irgendwie mit Wettbewerben zu tun hat. Und da kannst du im Grunde genommen alles draus machen. Solltest du eine Apotheke haben, kannst du beispielsweise Wettbewerbe machen. Wer wirft die höchste Würfelzahl und derjenige bekommt einen bestimmten Rabatt an jedem Tag. Oder du kannst zum Beispiel sagen, wer kann am weitesten springen vor deinem Geschäft. Dann machst du ein Foto davon und dann geht das in die Zeitung und derjenige kriegt einen großen Blumenstrauß oder was auch immer. Also ich denke mal, da kannst du deine eigene Fantasie spielen lassen. Da sind wir frei. Solltest du Pastor oder Pastorin sein, hast du jetzt die Gelegenheit, in Richtung Konfirmanden dich auszurichten und deine Konfirmanden mit an Bord zu nehmen. Auch bei den Konfirmanden wird es Leute geben, die sagen, oh, Sport, super, Olympiade, prima, ich will auch irgendwie alles sehen, immer dabei sein, Public Viewing und so weiter. Und es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, was ist das? Ja, wie in allen Gesellschaftsschichten. Aber du kannst da einen Wettbewerb draus machen. Mach
bei der Olympiade und auch bei allen anderen Sportereignissen, WM oder was auch immer, kannst du Folgendes machen, dass du deinen Konfirmanden sagst, wir machen jetzt einen Wettkampf draus. Ihr habt hier mehrere Disziplinen, zum Beispiel die Disziplin, ihr schaut mal mit rein, was macht eigentlich so ein Kirchenvorstand? Ihr schaut mal mit rein, was macht die Friedhofsgärtnerei? Was macht das Kirchenbüro? Was sind so die Aufgaben? Was sind so die Arbeiten? Ihr schaut überall hinein, das sind verschiedene Disziplinen bei uns in der Kirchengemeinde und ihr lernt die alle kennen, Stück für Stück für Stück. Oder ihr macht jetzt mal folgenden Wettbewerb, ihr macht in jeglicher Gruppe, macht ihr in allen unseren Gruppen, in unseren Kirchengruppen, macht ihr einmal mit. Ihr macht einmal im Chor mit, ihr macht einmal beim, jetzt weiß ich nicht, was du bei dir in deiner Gemeinde hast, also Besuchsdienst zum Beispiel, ihr geht einmal beim Besuchsdienst mit oder ihr helft einmal bei der Tafel oder ähnliche Dinge. Auch da freies Spektrum. Solche Sportereignisse sind da eine gute Gelegenheit, da die Konfirmanden einfach mit einzubinden, in die Aktivität zu bringen und zwar in eine Aktivität, die sinnvoll ist. Das Ganze soll natürlich dann nicht irgendwie ja, gemacht werden und das war's dann, sondern sollte dann auch medial festgehalten werden. Klar, Datenschutz und Co. brauche ich nicht erzählen. In der Kirche ist es noch ein bisschen strenger. Also dementsprechend die Einwilligungen einholen, sowohl von den Konfirmandinnen und Konfirmanden als auch von den Eltern. Und dann eben darum bitten, dass ein Blogbeitrag gemacht wird, dass ein YouTube-Video gedreht wird, dass einfach mal erzählt wird auf der Webseite, wie der Wettbewerb so war und welche Disziplin ganz besonders interessant war oder was man sich als Konfirmand oder Konfirmandin ganz anders vorgestellt hatte und so weiter und so weiter. Und das dann eben auf die Gemeindewebseite oder in den YouTube-Kanal und so weiter einfach mit hineinnehmen und da dauerhaft was von haben und da eben auch die Gemeinde, den Rest der Gemeinde wieder dran teilhaben lassen. So, das also jetzt zum Thema Olympiade. Noch ein Hinweis in Sachen Olympiade, wie gesagt, jetzt schon dran denken, jetzt schon mal überlegen, was macht ihr, was machst du speziell, aber bitte auch dran denken, dass auch genauso gut auch alles sein kann, dass es abgesagt wird. Bestes Beispiel, WordPress, ihr wisst ja, ich bin ja so WordPress-Fan, ich arbeite ja sehr gerne mit diesen CMS-Systemen. Es gibt auch regelmäßige WordPress-Camps. Es gibt auch, war jedenfalls angesetzt, eins in Asien, in Bangkok. Das ist jetzt offiziell abgesagt worden, ist storniert worden. Enttäuschung ist natürlich bei allen, die hinfahren wollten, groß. Ich wollte nicht hinfahren, ist für mich nicht möglich. Aber ich kann nachvollziehen, dass da sehr viele enttäuscht sind. Trotzdem, aufgrund der allgemeinen Situation, Coronavirus, ist das verständlich, dass diese Sicherheitsmaßnahme ergriffen wird. Es war nichts Offizielles, also kein offizieller Wunsch seitens des Staates Thailand. Es gab also auch keine anderen Aufforderungen. Das war tatsächlich von seitens WordPress, von Jula wurde das gecancelt. Ich persönlich finde es verantwortungsvoll, das so zu machen. Da gehen die Meinungen auseinander. Es gab sehr viel Frustration, Enttäuschung, kann ich nachvollziehen. Aber es ist ein Sicherheitsaspekt. Warum erwähne ich das? Weil wir jetzt Februar haben, das sind noch mehrere Monate, wir wissen aber nicht, wie es sich entwickelt. Es kann genauso gut auch sein, dass auch Japan im Laufe der nächsten Monate entscheidet, aus Sicherheitsgründen das Ganze abzusagen. Das wäre natürlich ein PR-Super-GAU, aber man weiß nicht, was kommt. In dem Fall also auch bitte dran denken, ihr wisst, geistiges Preppern, einfach mal dran denken, was passiert im schlimmsten Falle, wenn das nicht stattfindet, Alternativplan B. Gut, das aber jetzt zum Thema Olympiade. Jetzt kommen wir zum zweiten Thema des heutigen Abends, der Blick hinter die Kulissen der Akademie. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich als erstes mal ein kleines Mini-Video abspiele. Das dauert so 2-2,5 Minuten. Und zwar ist das ein Promo-Video, das ich im Handy-Format aufgenommen habe. Habe ich auch schon auf YouTube hochgespielt. Und vor 4 Stunden ist es dann auch endlich auf Pinterest freigegeben worden. Die gucken dann nochmal 3-mal, 4-mal drauf, bevor irgendwas, ein Videomaterial in Pinterest freigegeben wird. Aber auch dort kannst du das dann teilen in deine eigene Pinnwand, wenn du möchtest. Ich werde das jetzt einmal kurz teilen aus YouTube heraus. Jetzt muss ich mal eben kurz schauen, wie ich das hier am besten mache. Komm her hier. So, da. Ich möchte
ein Videobildschirm freigeben für einen Videoclip im Vollbildmodus optimieren. Und zwar hier. So. Jetzt hoffe ich, dass ihr das sehen und hören könnt. Das war das Video. Stoppe ich mal die Freigabe. Freigabe beenden. Jetzt seht ihr mich wieder. Hallo, da bin ich wieder. Huch, was ist nur los? So, jetzt hat es doch noch mal eben kurz gestartet, obwohl es nicht starten sollte. So, aber jetzt bin ich wieder bei euch. Das war ein kleines Intro-Video, ein kleines Promo-Video, was ich jetzt gedreht habe in Handyformat zur Akademie. Das als kleine Einführung, als kleine Einstimmung. Jetzt wollen wir mal Tacheles reden. Worum geht's in der Akademie? Um eine ganze Menge. Deswegen habe ich jetzt einfach mal wieder eine Präsentation gemacht. Das ist am einfachsten. Also, wollen wir mal loslegen. Einmal nochmal teilen. Bildschirm freigeben. Bildschirm freigeben. So. Gut. Also, ich hatte beim letzten Mal schon davon gesprochen, dass ich mit einem Sicherheitssystem arbeite. Das heißt, wer sich für die Akademie interessiert und den Newsletter abonniert hat, dementsprechend immer dann auf dem Laufenden ist, die Early Bird Angebote annimmt, das Ganze bucht, der kommt dann als erstes Mal in die Freischaltung von der Eingangshalle. In der Eingangshalle wird es jede Menge Previews geben, Checklisten, sodass ihr im Grunde genommen schon mal loslegen könnt. Auf geht's. Loslegen mit der Arbeit. Vollgas geben. Sobald ich dann kontrolliert habe, jawohl, das ist hier tatsächlich eine echte Buchung, da ist mir nicht irgendeiner quergeschossen, irgendwie auf krummen Wegen, Huckepack per Bot irgendwie mit reingeschlüpft, sondern es handelt sich um eine echte, normale Buchung. Und das kann ich innerhalb von 24 Stunden in der Regel prüfen, normalerweise innerhalb von 1 bis 2 Stunden. Dann schalte ich dich frei. Was heißt das? Das heißt, dass du in die nächste Stufe kommst. Die Eingangshalle, darauf hast du nach wie vor Zugriff. Du hast aber auch Zugriff auf die anderen Bereiche der Akademie. Und zwar auf die drei großen Überbereiche: Aktuelles, Arbeitsthemen und die Erholungsphasen. Bei Aktuelles wirst du dann finden die Webinare, die speziell für die Akademiemitglieder sind, desgleichen die Workshops, die Coworking-Tage, die FAQ-Stunden, alles, was demnächst in naher Zukunft immer wieder freigeschaltet wird. Ich denke, das werde ich dann so jede Woche einmal aktualisieren, sodass dann immer die aktuellen Challenges mit dabei sind, die aktuellen Meetings mit dabei sind, sowohl für absolut intern innerhalb der Akademie als auch für die Aktionen, die auch für Nichtmitglieder offen stehen. Dann natürlich zu einem anderen Preis. Logischerweise, wer Mitglied wird bei uns
bei mir in der Akademie, der hat natürlich Vergünstigungen, dementsprechend lohnt es sich auf jeden Fall. Also unter Aktuelles, alles, was aktuell ansteht. Neue Inhalte, welche neuen Inhalte sind dazu gekommen und so weiter. Dann die Arbeitsthemen, auf die ich jetzt gleich nochmal eingehe. Und dann der Punkt Erholungsphasen, wo ich dann auch zum Schluss eingehe. Sehen wir uns jetzt mal die Arbeitsthemen an. Bei sämtlichen Arbeitsthemen habe ich eine Unterteilung. Und zwar einmal Basiswissen. In der Regel solche Sachen wie, was heißt das? Was ist damit gemeint? Wie ist die Fachterminologie? Was ist damit gemeint, wenn jemand von CMS spricht? Was ist eine Klickrate? Was sind Views? Und solche Dinge. Also so das Basiswissen. Und zwar auf jedes einzelne Arbeitsthema dann bezogen. Dann geht es um den Bereich Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das heißt Video-Tutorials, Checklisten, Punkt-für-Punkt-Listen, sowohl in Videoform als auch in Textform. Podcast kommt später, ist aktuell noch nicht so weit, kommt im Laufe des Jahres, entweder 2020, Ende 2020 oder Anfang 2021 dann dazu. Ich hoffe, dass ich es tatsächlich schon 2020 schaffe, aber ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen. Hängt so von ein paar verschiedenen Faktoren ab. Das also alles in Sachen Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wie funktioniert das? Welche Knöpfe muss ich drücken? Wo muss ich was hinschieben? Wo muss was angehakt werden? Und solche Dinge. Also wirklich Schritt für Schritt, Detail für Detail und zwar in ganz kleinen Häppchen. Nicht in großen, langen Videos, sondern wirklich in kleinen Abschnitten zwischen 5 bis maximal 15 Minuten. Einfach wirklich so Schritt für Schritt für Schritt, wo muss ich jetzt was anhaken, wo muss ich was einstellen und welche Einstellung hat welche Auswirkung. Okay, das zum Thema Schritt für Schritt Anleitung. Dann Hintergrundwissen. Du hast ja mitbekommen, dass ich es ganz gerne habe, dass ich dir nicht nur sage, was du tun solltest und was ich dir warum empfehle, sondern ich gebe dir gerne das Hintergrundwissen. Warum, weshalb, weswegen? Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass du Dinge besser behalten kannst, wenn du weißt, warum du etwas tun sollst. Wenn du nicht weißt, warum du irgendwo einen Haken setzen solltest oder das bitteschön unterlassen solltest, dann weißt du beim nächsten Mal, wenn du die gleiche Aktion nochmal machst, nicht mehr wieso, weshalb, warum und machst dann ungewollt Fehler. Das muss nicht sein, deswegen gebe ich immer ganz gerne Hintergrundwissen. Vor allen Dingen, wenn du den Kontext kennst, dann werden dir mehr und mehr Zusammenhänge klar und das Ganze wird für dich immer leichter und leichter. Das ist wie beim Sprachenlernen, umso mehr Hintergrundwissen, umso mehr Sprachen du kannst, umso leichter fällt es dir, die nächste Sprache zu lernen. Was meine ich denn dann mit dem letzten Punkt mit Extras? Damit meine ich dann solche Dinge wie Linksammlungen zum Beispiel oder weiterführende Empfehlungen. Vielleicht habe ich dann anderen Experten im Augen, wo ich dann sagen kann, das ist so Basis, das ist fortgeschrittenes Wissen und wenn du jetzt nochmal die XXXXXXXX-Tiefe haben möchtest für ein ganz spezielles Thema, wo ich dann weiß, okay, da gibt's jemanden, der noch mehr zu diesem speziellen Thema weiß als ich, dann wird von mir natürlich an die jeweilige Person weiterempfohlen. Das ist ganz klar. Ebenfalls dann auch solche Dinge wie Buchempfehlungen, andere Webinare, die ich irgendwo, wo ich festgestellt habe, okay, da ist ein kostenfreier Online-Kurs, den solltet ihr unbedingt euch mit ansehen. Oder hier ist noch ein Workshop, noch ein Webinar, ist auch sinnig. Oder schaut mal bei dem Kollegen oder bei der Kollegin zu dem und dem Thema, ist was Ergänzendes. Oder auch Offline-Veranstaltungen zum Beispiel, Messetermine und ähnliche Dinge. Das findet ihr dann alles unter dem Punkt Extras. Das also grobe Übersicht zur Aufteilung der Arbeitsthemen. Welche Arbeitsthemen gibt es? Punkt 1, Webseite. Wieso Webseite? Weil das die Basis
deines Online-Daseins ist. Von deiner Webseite aus steuerst du alles andere und die Webseite kann dir im Grunde genommen keiner wegnehmen. Die klemmst du dir im Falle eines Falles unterm Arm und gehst von einem Provider zum nächsten stiften. Es kann dir dann nicht passieren, dass deine Webseite weg ist. Bei sozialen Medien, du weißt es, bestes Beispiel Google+, ich sage es immer wieder, oder auch andere ältere Netzwerke, die es einfach nicht mehr gibt. Oder Netzwerke ändern von heute auf morgen ihre Einstellungen. Ja, und alles, was du bis dahin wunderbar erarbeitet hast, ist futsch und du fängst wieder von vorne an. Bei der Webseite passiert dir das nicht so schnell. Wenigstens nicht so schnell. Ich habe es ehrlich gesagt in der Form so krass noch nie erlebt. Also dementsprechend Basis-Webseite. Was meine ich damit? Damit meine ich erstens die Technik. Wie ziehst du so eine WordPress-Webseite beispielsweise selber hoch? Aber auch solche Dinge wie, welche Strukturen gehören da rein? Wie muss das Ganze vom Layout sein? Was ist der Unterschied zwischen einer Landingpage und einer Portfolio-Seite? Und ähnliche Dinge. Also das ist alles so der Cluster Webseite als Basis. Dann Social Media. Und da ganz klar auch die Schwerpunkte als erstes, was aus meiner Sicht am wichtigsten ist, ist das, was dir am meisten bringt in Sachen Content, in Sachen Workflow und in Sachen Traffic. Und das bedeutet, dass wir den Fokus als erstes einmal legen auf die sozialen Netzwerke YouTube, Pinterest, Xing und LinkedIn. Facebook, klar, Twitter, klar, Instagram kommt auch noch, aber das alles nicht sofort, nicht so massiv wie tatsächlich die wichtigsten, aus meiner Sicht aktuell am wichtigsten, YouTube, Pinterest, Xing und LinkedIn. Das sind die Social-Media-Netzwerke, mit denen wir massiv starten. Dann geht es um den dritten Punkt, Content. Was nützt dir das beste Netzwerk, wenn du keinen Content hast? Da geht es dann darum, welche Content-Arten gibt es? Welche Varianten gibt es? Wie bringst du den besten Mix zustande? Was passt vom Content her in welches Netzwerk oder auch nicht? Wie sieht das mit Videoformaten aus? Was bist du überhaupt für ein Typ? Bist du mehr so der Extrovertierte, bist du mehr so der introvertierte Typ? Was liegt dir? Liegt dir mehr so das geschriebene Wort? Liegt dir mehr so Video, Bild? Da ist ja jeder von uns anders und dementsprechend kommt es da auch drauf an, wer du bist, was du bist. Dann Content, ganz klar, welche Arten von Inspirationsquellen hast du? Also von Infografiken bis hin zu saisonalen Dingen. Was, wann, wo, wie und vor allen Dingen, was zu welchem Zeitpunkt in welchem Netzwerk. Ich sage jetzt mal, Valentinstag kannst du auf Facebook und Instagram, kannst du das in der Woche vor Valentinstag bringen. Bei Pinterest musst du das schon 3 bis 4 Monate vorher machen. Oder Weihnachten zum Beispiel, kannst du Advent und Weihnachten kannst du auf Facebook ab dem ersten Advent anfangen. Bei Pinterest, sag ich jetzt mal, fängst du natürlich viel früher an. Da fängst du im August spätestens an. Normalerweise Juni, Juli und dann steigerst du dich da mit den Posts. Also das hängt halt auch wirklich vom jeweiligen Netzwerk immer ab. Was dann? PR, Marketing, Werbung. Ich weiß, für viele ist da überhaupt gar kein Unterschied und das ist auch das Problem. PR, Public Relations, bezieht sich eben nicht nur auf alles, was mit Marketing zu tun hat, sondern auch mit Kundenbindung, mit Kundenakquise, aber auch vor allen Dingen mit Bewertungen. Wie sieht das aus mit Shitstorm und Co.? Wie sieht das aus mit negativen Bewertungen? Wie gehst du mit solchen Dingen um? Wie gehst du damit um, wenn es was Tolles gibt, wie es ein Jubiläum oder eine Auszeichnung? Das alles zum Bereich PR. Marketing, da geht es natürlich dann auch um solche Dinge wie Branding, welche Marketingkanäle gibt es, wie sieht das aus, welche Marketingformen gibt es, wie ist das mit den unterschiedlichen Begriffen, kommt gerade aus Amerika rübergeschwappt und ähnliche Dinge. Werbung, klar, welche Arten von Werbung gibt es? Es gibt ja kostenfreie Werbung, ja, die gibt es tatsächlich.
Es gibt auch kostenpflichtige Werbung. Wo lohnt sich das? In welchem Fall oder wo lohnt sich das nicht? Wie sieht das vom Budget bei dir aus? Welchen Zeitraum, welches Zeitfenster hast du? Hast du eine punktuelle Geschichte, wo du sagst, so, ich habe jetzt hier was ganz massiv, bitte einmal krass, alles an Traffic genau auf diese Aktion lenken? Oder hast du etwas, wo du sagst, ich möchte so ein Grundrauschen haben und das durchgängig, das komplette Jahr mit so ein paar Spitzen? Da hängt es tatsächlich davon ab, was du möchtest, was dein aktuelles Ziel ist und dementsprechend musst du das ausrichten. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Bekannt ist es natürlich Facebook, dann gibt es natürlich auch Google, YouTube und Pinterest und Twitter, aber eben auch noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Darauf sollte man sich nicht beschränken. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Das also in diesem Blog hier PR, Marketing und Werbung. Dann Tooltips. Was meine ich mit Tooltips? Damit meine ich, mit welcher Software kannst du am besten Mockups erstellen? Mockups sind so, nehmen wir mal an, du willst DVDs verkaufen, dann hast du, Mockup wäre dann so eine leere DVD-Hülle und da soll dann dein Titel drin erscheinen, sodass das aussieht wie ein professionelles DVD-Bild mit dem Titel deiner DVD. Das ist ein Mockup oder T-Shirt-Verkauf, wo du dann einfach dein entsprechendes Design mit hinein beamst, in Anführungsstrichen, sodass du dann das Mockup nutzen kannst. Was noch? Tooltips auch in der Hinsicht, wie sieht das aus mit Traffic? Wie kann ich messen, wie kann ich das messen, woher der Traffic kommt? Wie kann ich das messen, wie schnell meine Seite ist? Welche Tools kann ich benutzen, um meine Links zu checken, welche Links sind in Ordnung, welche sind kritisch. Wo kann ich überprüfen, welche IP mir hier gerade Spam massiv reinschmeißt und wie kann ich das unterbinden? Alles diese Dinge. Oder wie kann ich bestimmte Sachen wie beispielsweise Wortwolken erstellen. Oder wie nutze ich das zum Beispiel, wenn ich eine große Datei verkleinern möchte oder wenn ich Hintergrundbilder erstellen möchte und. Also die komplette Bandbreite von der normalen Alltagssoftware bis zur Software für spezielle Situationen wie deine eigenen Webinare geben. Wie sieht das aus, wenn du Workshops gibst? Was macht da Sinn? Welche Anbieter kommen da für dich in Frage, je nach Situation? Welche solltest du sein lassen? Ich habe also auch verschiedene ausprobiert, wo ich dann auch sagen kann, die kannst du nehmen, die sind datenrechtlich an der Grenze und die anderen kannst du völlig vergessen. Also dementsprechend Tooltips. Also das so in diesem Bereich. Dann strategisches, geistiges Preppern. Preppern, der Begriff Preppern hat jetzt inzwischen negativen Touch, haben wir auch wie so vieles andere, was negativen Touch angeht, der rechten Szene zu verdanken. Preppern an sich ist nichts, was mit rechten Gedankengut zu tun hat, sondern Preppern heißt auf Deutsch vorbereiten. Was meine ich mit geistigem Preppern? Ich plane gerne. Ich bin immer darauf vorbereitet, dass meine Pläne sich erledigt haben. Du weißt ja, der Mensch denkt, Gott lenkt, läuft meistens anders, als man vorher geplant hat. Nichtsdestotrotz sind solche geistigen Prepper-Situationen sehr wertvoll, denn du bist auf viele Aktionen und viele Zwischenfälle einfach besser vorbereitet. Wieso ist das so? Das liegt daran, dass unser Gehirn dadurch vorprogrammiert wird. Du kennst es vielleicht auch aus einem positiven Bereich der sogenannten Visualisierung. Wenn du dir eine Zielvorgabe gibst und sagst, bis Ende des Jahres möchte ich 500 Likes für einen ganz bestimmten Blogbeitrag haben und du das visualisierst, dann tust du alles, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist also dieses Vorbereiten. Und du bereitest dich eben beim geistigen Preppern auch darauf vor, was passiert, wenn Facebook plötzlich sagt, ich stelle meine Likes ein und es gibt keine Likes mehr. Möglich ist alles. Also das ist geistiges Preppern. Vorbereiten auf Ausnahmesituationen. Wie
Stromausfall, Netzabsturz, soziales Netzwerk wird eingestampft, Gesetzgeber ändern die Regeln. Ich sage jetzt mal nur DSGVO, E-Privacy waren ja so ein paar Hammerdinger, wo wir noch über Jahre noch dran zu nuckeln haben werden. Also das sind so Beispiele dafür. Oder aber auch solche Dinge wie, was machst du, wenn du krank wirst? Was machst du, wenn du einen Unfall hast? Was machst du im schlimmsten Fall, wenn du im Krankenhaus liegst? Oder was passiert mit deinem geistigen Eigentum, mit deinen Profilen und auch mit dem, was du erarbeitet hast an Webseiten, an Texten, an Videos und Co., wenn der Fall eintreten sollte und du das Zeitliche segnest? Jeder von uns stirbt mal. Was passiert dann? Wie sieht das aus mit digitalem Testament? Wie sorgst du davor? Das ist alles Teil des geistigen Präbans. Was noch? Einkommen und passives Einkommen. Passives habe ich jetzt mal in Klammern gesetzt, denn darum geht es nicht nur in diesem Bereich. Beim Einkommen geht es dann um solche Themen wie, setze ich einen Preis fest? Was ist der Break-Even-Point? Wie muss ich das machen mit einer Einnahmenüberschussrechnung? Wo muss ich darauf achten, wenn ich mit Affiliates zusammenarbeite? Solche Dinge. Beim passiven Einkommen auch Affiliates, ich habe es schon erwähnt, wie ist das mit Partnerprogrammen? Welche Bonusprogramme gibt es? Welche Haken gibt es? Ich habe beispielsweise ein Bonusprogramm jetzt entdeckt und begeistert habe ich erstmal zugestimmt. Und nachdem ich zugestimmt habe, kam der Haken. Da kam dann nämlich der Haken, wenn wir feststellen, dass die Freundschaftswerbungen nicht dem normalen Durchschnitt entsprechen sollten, werden wir sie nicht auszahlen. Ja, dann spare ich mir die Arbeit in dem Fall und da werde ich mich natürlich dann dementsprechend wieder abmelden. Ansonsten sah das Bonusprogramm sehr gut aus, wenig Datenfluss, das mag ich ja immer am liebsten, möglichst keine Daten von A nach B transferieren, übersichtlich sowohl für mich als auch für diejenigen, denen ich das Produkt empfehle. Aber so kann ich es nicht weiterempfehlen. Also dementsprechend, das hat sich erledigt. Also auch solche Fallstricke, wie gehst du dann damit um und wie wägst du das ab, ob sich das lohnt, ob das möglich ist oder wo du dann einfach sagst, Moment mal, da ist zu viel Datenverkehr in Richtung desjenigen, dessen Dienstleistung du gut findest und dementsprechend auch weiterempfehlen möchtest. Dann lässt es eben. Also das alles. Oder auch passives Einkommen. Wie ist das beispielsweise, wenn du mit Shops arbeitest, wie zum Bleistift, Spreadshirt oder Teasely und Co. Oder wie ist das, wenn du mit Webinaranbietern arbeitest, die zum Beispiel auch die Möglichkeit haben, dass du Videos im Anschluss auf deren Marktplatz mitverkaufen kannst, gegen eine gewisse Beteiligung, sodass du dann eine Marge abgibst. Wie läuft das alles? Wie machst du das alles? Wie sicherst du dich ab und wie sicherst du deine Kunden vor allen Dingen auch ab? Was muss in die Datenschutzerklärung rein? Und so weiter und so weiter. Wobei, ausdrücklich, ich sage ausdrücklich, das ist von meiner Seite aus niemals eine rechtliche Beratung. Ich sage dir, wie ich es handhabe und von meiner Seite aus immer die Empfehlung, guckt es euch an, wie ich es mache und dann sprecht mit eurer Anwaltskanzlei, eures Vertrauens. Wichtiger Punkt, das nochmal zur Klarstellung. Was noch? Werte. Ich habe welche. Du hoffentlich auch. Da geht es dann darum, wie definierst du deine Werte? Wobei ich nicht auf diesem Trip bin, dass ich dir irgendwie sagen möchte, gehe tief in dich und gehe noch tiefer in dich und irgendwann hast du deine Werte. Du bist ein erwachsener Mensch, gehe ich mal von aus, und das wirst du selber hinkriegen. Und wenn nicht, gibt es andere Coaches, die in der Hinsicht sicherlich besser geeignet sind als meine Wenigkeit. Bei mir geht es eher darum, oder nein, bei mir geht es vor allen Dingen darum, wie du deine Werte dann nach außen kommunizieren kannst. Wie du mit deinen Werten dann noch mehr Menschen berühren kannst. Über Farbgebung, über bestimmte Wörter, die du benutzen kannst, über bestimmte Arten der Kommunikation, Textgebung,
Bildgebung, Symbole, Emojicons. Und wie machst du das? Welcher Umkreis passt am besten? Und was ist beispielsweise völliger Blödsinn? Ihr wisst alle, ich bin christlich. Ich bin nicht auf dem Pfad des, ich muss jetzt jeden bekehren oder ähnlichem. Das finde ich auch ganz furchtbar. Aber es kommt immer wieder durch, dass ich eben Wert auf Feiertage lege und ähnliche Dinge. Und dementsprechend wird das von mir auch kommuniziert. Es gibt Menschen, die da ein Problem mit haben. Das sind aber auch nicht meine Kunden. Und es gibt Menschen, die finden das völlig in Ordnung. Die haben entweder teilen diese Werte oder sind Atheisten, haben aber nichts, haben damit kein Problem oder haben eine andere Religion und haben damit auch kein Problem. Es geht aber darum, dass sie sich darauf dann einstellen können, dass sie mich besser einschätzen können, dadurch, dass ich diese Werte habe. Und das Gleiche ist eben auch bei dir, die Kommunikation, die Darstellung deiner Werte. Sobald du für dich dann eben festgelegt hast, das sind meine Werte, dann kann ich dir eben auch sagen, okay, wenn das deine Werte sind, dann hast du folgende Möglichkeiten, diese Werte nach außen hin zu kommunizieren. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also wirklich von normalen Blogbeiträgen über Videos bis hin zum Sponsoring, je nachdem, welche Werte es sind, je nachdem, wie groß oder wie klein du bist, welche Mittel du zur Verfügung hast. Und damit meine ich nicht unbedingt nur Geld, sondern vor allen Dingen auch, welche Mittel du zur Verfügung hast in Sachen Zeit und in Sachen Manpower. Hast du Leute, die hinter dir stehen, die das mit vertreten oder ähnliche Dinge? Das also alles zum Thema Werte. Inspiration, ganz klar, geht komplett um diesen Bereich, wo finde ich Ideen? Wo finde ich Ideen für die nächsten 50 Blogbeiträge, die ich einmal im Laufe dieses Jahres dann hinbekommen möchte? Wie mache ich das? Also Beispiel Zielsetzung, sage ich jetzt einfach mal, da ist jetzt für mich nicht nur die Kreativität mit drin bei den Inspirationen, sondern da geht es tatsächlich auch um Zahlen. Ein Beispiel, wie ich es ganz gerne handhabe, ich mache es wirklich so, dass ich am Jahresende mich hinsetze und mir wirklich aufschreibe, welche Situation habe ich gerade? Wie viele Blogbeiträge habe ich auf der jeweiligen Webseite? Wie sieht das aus mit dem Traffic? Wie viele Videos habe ich auf dem jeweiligen Kanal? Wie sieht das aus mit den Fans, mit den Followers? Wie ist der Ist-Zustand? Das ist dann jeweils im Dezember des jeweiligen Jahres und dann mache ich eine Plan-Zielsetzung. Wie soll das aussehen im Dezember des folgenden Jahres? Da sollen solche Zahlen stehen und dann gehe ich Monat für Monat durch und habe dann von Monat dann für mich auch die für mich inspirierende Tritt in den Hintern-Geschichte. Ich wollte bis zum Jahresende dort auf diesem Blog 52 zusätzliche Blogbeiträge haben. Wir sind im Januar und ich habe erst 6. Ich brauche noch so und so viele dazu. Gas geben. Also solche Dinge. Das gehört auch mit dazu. Aber auch solche Sachen wie Inspiration. Wie machst du das mit saisonalen Geschichten? Wie machst du das beispielsweise mit Halloween, wenn du mit Halloween nichts am Hut hast, mehr so für den Reformationstag schwärmst oder andersrum? Kannst du das überhaupt ausschließen? Musst du das ausschließen? Kannst du das miteinander verbinden? Wie sieht das aus mit Weihnachten? Willst du die 95. Geschichte schreiben, darüber, wie toll der Weihnachtsbraten schmeckt? Oder gibt es auch noch kreativere Dinge? Was kannst du anders machen als sonst? Welche neuen Ideen gibt es? Also das alles so zum Thema Inspiration, auch inspirierende Menschen, inspirierende Zitate und so weiter und so weiter. Dann zwei weitere Schwerpunkte, und zwar für meine jeweiligen Zielgruppen. Zielgruppe 1, Arbeitshilfen für Selbstständige. Für uns Selbstständige haben wir einen ganz bestimmten, ja, Raum. Es hat etwas mit der Art, wie wir denken, der Art, wie wir arbeiten zu tun. Da geht es also wirklich auch um die Arbeitshilfen direkt für uns Selbstständige. Beispielsweise, wie sieht das aus, wenn du eine Partnerschaft, eine gesellschaftliche Partnerschaft eingehst? Oder wie sieht das aus mit Versicherungen? Ich habe da jemanden, der mir sehr fest zugesagt hat,
auf jeden Fall mit dabei zu sein, sobald es losgeht und dann als Experte bei uns mit dazu zu kommen. Unabhängig und mehrfach ausgezeichnet. Da also solche Dinge, einfach so Entscheidungshilfen, Überblick, was gibt es, was muss ich bedenken, welche Wahlmöglichkeiten habe ich? Das also alles so in Richtung Arbeitshilfen für Selbstständige, Checklisten und Co. Da kommt eine ganze Menge mit dazu. Und Arbeitshilfen für Pastoren und Pastorinnen. Wieso das? Ich bin ja keine Geistliche. Ich habe keine Theologie studiert. Warum ist mir das so wichtig? Ganz einfach, weil ich ein Problem mit der Art und Weise habe, wie unsere Kirche zurzeit tickt. Ich unterscheide sehr klar und deutlich zwischen den Pastoren und den Pastorinnen und zwischen dem, was die Kirchenleitung veranstaltet. Es gibt so viele engagierte Seelsorgerinnen und Seelsorger, die sich den Arsch aufreißen, die von morgens bis abends malochen, nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht und immer noch mehr an Verwaltungskram und ähnlichem Gedöns aufgehalst bekommen. Ja, ich könnte da, glaube ich, mich jetzt richtig drüber auslassen. Ich möchte es nicht, möchte mich nicht in Rage reden. Was mich daran stört, ist tatsächlich, dass die Pastorinnen und Pastoren alleine gelassen werden. Mich stört das. Ich möchte, dass die Kirche sich verändert und dass diese strukturelle Gewalt, die in der Kirche herrscht, aufgebrochen und beendet wird. Und das passiert am besten von innen. Ich habe einige Erfahrungen in Sachen strukturelle Gewalt vom Staat her und Vater Alkoholiker, Polizeibeamter und von der Richtung aus Richtung Polizei. Sagen wir mal so, ich habe mit Polizisten gemischte Erfahrungen gemacht. Wobei ich auch da grundsätzlich unterscheide Institutionen und die einzelnen Personen. Und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, es hat sich sehr viel verbessert. Nichtsdestotrotz weiß ich halt, was da strukturelle Gewalt zu sagen und zu tun hat. Also das ist nicht ohne. Und auch so in anderen Bereichen in unserer Gesellschaft. Strukturelle Gewalt habe ich mein ganzes Leben lang mit zu tun gehabt. Dementsprechend habe ich da vielleicht auch andere Antennen für als andere Menschen. Ich weiß es nicht. In der Kirche fällt mir das krass auf, dass da wirklich ein von oben nach unten Gefälle ist, ohne Ende. Und dass das normale Gemeindemitglied nicht für voll genommen wird. Also wenn du nicht wenigstens ehrenamtlich bist, hast ja eh verschissen. Also normales Gemeindemitglied, das wird ja noch nicht mal irgendwo mit berücksichtigt. Es wird immer nur angesprochen, die beruflich mit der Kirche zu tun haben und diejenigen, die ehrenamtlich mit der Kirche zu tun haben und Leute, die ganz normal Kirchensteuern einfach nur zahlen, von morgens bis abends, das Jahr über. Die werden dann bei Veranstaltungen und Co. nicht angesprochen. Das ist so Teil des Problems. Also daher für mich ganz wichtig, auch da Arbeitshilfen an die Hand zu geben. Und da vor allen Dingen zwei Bereiche. Ein Bereich in Richtung Workflow. Wie kann die Arbeit leichter gemacht werden? Nicht noch mehr Arbeit in die gleiche Zeit hinein, wuppen, nein, sondern so die Stellschrauben drehen, dass in dem Zeitrahmen weniger gemacht werden muss, sodass tatsächlich Freizeit entsteht. Das ist ja ein Fremdwort inzwischen für Pastorinnen und Pastoren. Freie Zeit, Freizeit. Das kann man tatsächlich erreichen, wenn man Workflow-Optimierung nicht so versteht, dass man immer noch mehr in die gleiche Zeit hineinhaut, sondern so versteht, dass man Dinge einmal erarbeitet und dann über lange, lange Zeit davon was hat. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich ist der Bereich Marketing, das Ansprechen von Gruppen, die eben nicht zu den Kirchgängern gehören, zu den, ich hadere mit diesem Begriff, aber ich nenne ihn mal, damit, falls du Pastor oder Pastorin bist, weißt, wovon ich spreche. Es wird so gerne von der sogenannten Kerngemeinde gesprochen. Ich kriege die Krätze, wenn ich diesen Begriff höre. Es geht mir also tatsächlich darum, die Personen, die eben nicht ehrenamtlich sind und nicht ständig in der Kirche unterwegs sind, sondern die
gläubig sind, sich als Christen empfinden, aber mit der Kirche wenig bis gar nichts am Hut haben oder es einfach auch aus zeitlichen Gründen nicht schaffen, in die Kirche zu gehen, dass diese Personen mehr angesprochen werden können und auch, dass diese Personen angesprochen werden können, die mit Kirche gar keinen Kontakt haben, weil sie gar keine Christen sind. Also Marketing für Pastorinnen und Pastoren. Wieso denke ich, dass das so mein Ding ist? Ich war über Jahre Lektorin. Ich bin in der Kirche schon immer gewesen. Ich bin regelmäßige Kirchgängerin gewesen bis vor einigen Jahren. Inzwischen kriege ich es nicht mehr fertig, ein Kirchengebäude zu betreten, noch nicht mal mehr ein leeres, weil ich einfach mit dem, was Kirche anstellt, nicht mehr klarkomme. Da habe ich ein echtes Problem mit. Ich würde es ganz gerne wieder machen. Ich würde ganz gerne mal wieder eine Kirche betreten, ohne das Gefühl zu haben, vom Ekel gepackt zu werden. Dementsprechend setze ich darauf, dass es mehr Menschen gibt, die in der Kirche arbeiten, die als Pastor und Pastorin unterwegs sind, dass ich die Menschen unterstütze, denen ihre Mitmenschen wichtig sind und denen es nicht um die eigene Karriere geht. Dementsprechend ist mir dieses Thema sehr wichtig. So, was noch? Austausch und Hilfe, was fällt da drunter? Es gibt also einen Punkt in den Arbeitsthemen, der heißt dann Austausch und Hilfe. Oder besser gesagt, der gehört nicht zu den Arbeitsthemen, sondern der gehört dann der nächste große, dritte große Punkt. Austausch und Hilfe. Coworking Days, was ist damit zu machen? Was ist darunter zu verstehen? Darunter ist zu verstehen, dass ein bestimmtes Thema gesetzt wird, zum Beispiel Optimierung, deiner Facebook-Fanpage. Wie kannst du die optimieren? Welche Einstellungen müssen gemacht werden? Dazu ein Coworking Day, das heißt bestimmte Zeitrahmen. Wir treffen uns alle auf Zoom online und du hast die Möglichkeit, live deine Fragen zu stellen, dich auch dazu schalten zu lassen, wenn du möchtest. Und ich werfe einen Blick drauf, die Community, die anderen Mitglieder der Akademie werfen auch einen Blick mit drauf. Wir tauschen uns aus, wir helfen uns gegenseitig. Das ist der Sinn und Zweck von Coworking Days. Also wirklich vorwärts kommen in dieser Zeit. Dann FAQ-Stunden, das heißt Stunden, in denen du vorweg mir auch schon gerne deine Fragen und deine Anregungen per E-Mail senden kannst, nach dem Motto, ich habe hier folgende Frage. Wie funktioniert das hier mit YouTube? Wie mache ich das mit dem Kanalbild? Wie sieht das aus mit Xing? Da sind so komische aufklappbare Dinger, wenn du pro Xing bist, Premium-Mitglied bist. Wie mache ich denn das? Wieso ist das Bild bei dem einen so groß? Ich habe das bei dem im Profil gesehen. Meine sind alle immer so klein beim Portfolio. Warum? Erkläre ich dir dann. Also das sind dann solche Fragen, die du stellen kannst. Die sammle ich dann und dann an diesen FAQ-Tagen gehe ich rein und beantworte diese ganzen Fragen, teilweise wahrscheinlich auch schon direkt mit Videomaterial, sodass du dir das dann im Anschluss auch immer wieder ansehen kannst, so oft du das möchtest. Challenges, was ist damit gemeint? Ein englischer Begriff, deutsche Übersetzung, Herausforderungen. Keine Angst, es droht kein Duell. Es geht um Folgendes, dass eine bestimmte Aufgabenstellung kommt. Zum Beispiel haben wir das Thema saisonale Blogbeiträge. Es geht um Pfingsten. Es geht um Pfingstrosen. Lass dir was zum Thema Pfingstrosen einfallen, poste das mit einem bestimmten Hashtag und wir tauschen untereinander diese Sachen aus. Und dadurch, dass viele Menschen diesen Hashtag dann benutzen, geht dieser Hashtag hoffentlich dann viraler, als es ohne Hashtag möglich wäre. Also der Beitrag, den du verfasst hast, viraler, als es ohne Hashtag der Fall wäre, weil wir ja alle raufgucken und dementsprechend auch alle unsere Facebook-Freunde mit raufgucken können und unsere Pinterest-Follower und so weiter und so weiter. Da gibt's auch diverse Möglichkeiten und zwar auch in sämtlichen Netzwerken. Da geht's tatsächlich darum, dass wir punktuell uns ein Thema vornehmen und dann in den verschiedenen Netzwerken darauf hinarbeiten, das Thema nach vorne zu bringen. Gemeinsam nach vorne zu bringen, sodass wir lange was davon haben. Ja, und dann gibt es auch ein paar andere Dinge. Aber ich will auch nicht alles verraten. Du sollst dich da ja bisschen noch ein bisschen Neugier so ein bisschen bewahren. Ne?
Thema Erholungsphasen. Pausen brauchen wir alle. Kleine Pausen, große Pausen. Da geht's um Tipps und um Tricks. Und auch da sage ich, ich bin jetzt keine Freizeitgestalterin für dich. Das wirst du selber auf die Reihe kriegen. Da geht's mehr um andere Dinge. Da geht's dann darum, zum Beispiel feste Zeiten einzuplanen. Auch feste Urlaubstage einzuplanen. Digital Detox einzuplanen. Zeiten einzuplanen, wo du wirklich in Blockarbeit arbeitest und dann eben auch einen Block einbaust, der da lautet Pause oder der da lautet langer Spaziergang mit dem Hund oder der da lautet mal wieder mit dem Kind, Mensch, ärgere dich nicht spielen. Solche Dinge. Auch solche Dinge wie Tipps und Tricks, solche Sachen wie Augen-Yoga oder so kleine Mini-Übungen für den Rücken. Leidet ja bei uns allen, die wir am Schreibtisch arbeiten, die wir am PC arbeiten. So ein paar Rückenübungen, wenn du deinen Kaffee oder deinen Tee aufkochst, dass du da so nebenbei, während du vor dem Wasserkocher oder vor der Kaffeemaschine dann stehst, einfach mal ein paar Übungen reinschmeißt. Solche Dinge. Oder auch Empfehlungen in Sachen Freizeittipps. Wenn ich jetzt mitbekomme, dass ein ganz toller Film läuft, wo ich sage, der Film ist klasse, da kannst du, wenn du selbstständig bist, Folgendes draus lernen, da kannst du, wenn du Pastor bist, Folgendes draus lernen, dann kommt das natürlich auch. Auch solche Sachen wie Messebesuche oder wenn ich mitbekomme, dass irgendwo eine tolle Kunstausstellung kommt, die für dich oder für dein Thema inspirierend ist. Das sind alles so. Diese Bereiche hier mit Erholungsphasen, Tipps und Tricks. Ja, also nochmal. Es geht darum, dich weiterzubilden mit diesen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, mit Videotutorials, mit Checklisten. Das Ganze läuft online ab. Also zeitunabhängig, flexibel, ortsunabhängig. Du bekommst von mir Hintergrundberichte, Erfahrungsberichte, ich erzähle, wie es mir ergangen ist. Du bekommst Expertentipps von mir und anderen, die ich dann dementsprechend einladen werde. Und du bekommst eine persönliche Begleitung von mir. Das heißt, es ist kein Selbstlernkurs, es ist keine reine Selbstlernakademie, sondern ich stehe dir immer zur Verfügung über die FAQ-Tage, über die Coworking Days. Und du kannst dich natürlich jederzeit per E-Mail bei mir melden, nach dem Motto, Carmen, Katastrophe, ich komme hier nicht weiter, was muss ich machen? Persönliche Begleitung. FAQ-Stunden und Challenges habe ich vorhin schon erklärt. Ich habe hier mal eine Frage. Kann ich dann per Video oder per Zoom für die Gruppe dann allgemein beantworten? Wird mit Sicherheit auch für andere interessant sein. Challenges, diese kleinen Herausforderungen, die so ein bisschen die Gruppendynamik stärkt und die auch so das Gemeinschaftsgefühl so ein bisschen stärkt. Webinare und Workshops, was ist der Unterschied? Webinare eher ein Thema in einer sehr kurzen Zeit, zwischen einer Stunde bis maximal 2 Stunden. Workshop kann auch mal sein, ein halber Tag, ein ganzer Tag oder auch mal komplettes Wochenende, dass wir sagen, wir fangen Freitag an, Freitagnachmittag 2 Stunden, Samstagvormittag 2 Stunden und am Sonntagnachmittag auch nochmal 2 Stunden oder ähnliche Dinge, dass wir dann einfach mal ein paar Workshops mit hineinnehmen. Zu bestimmten Themen, wo wir dann wirklich sagen, so Preisentwicklung oder wie sieht das aus, Druckmaterialien, wer findet die beste Druckerei, welche ist klimaschonend unterwegs, wie kannst du das nachweisen, dass du klimaschonend druckst und ähnliche Geschichten. Sowas halt. Coworking-Zeiten, dass man eben zusammenarbeitet, du und ich, du, die anderen und ich, wir alle zusammen online zusammenarbeiten. Und während dieser Arbeitszeit wirklich was schaffen, sodass du keine Ausrede mehr hast nach dem Motto, ach, ich mach's mal morgen oder ich mach's mal übermorgen. Ich habe leider auch keine Zeit übermorgen, muss ich mal auf nächste Woche irgendwie verschieben, sondern wirklich sagen, so, wir haben jetzt den Coworking Day, das ist das Thema und dann ranklotzen und am Ende des Coworking Days sagen, das habe ich geschafft, klasse. Einzelcoaching gibt's natürlich nach wie vor auch. Das heißt, du kannst auch immer sagen, ich möchte hier jetzt noch was vertiefen oder du kannst auch sagen, ich möchte hier was Spezielles wissen. Kann sein, dass Mitbewerber mit in der Akademie von mir sind und ich möchte das nicht. Möchte ich lieber unter 4 Augen irgendwie klären? Kein Problem, machen wir ein Einzelcoaching draus. Kein Thema. Oder auch Gruppencoaching, wenn du sagst, ich möchte das machen und meine Geschäftspartnerin soll mit dabei sein, soll daneben sitzen.
Oder meine Ehefrau, mein Ehemann soll das mitkriegen. Wenn ich ausfalle, soll der oder diejenige dann übernehmen. Oder auch, wenn du Pastor bist, unser Diakon soll das machen. Ich will wissen, wie es funktioniert. Aber unser Diakon oder unsere Diakonin soll die Arbeit dann übernehmen. Die ist eigentlich dann dafür zuständig. Oder hier Ehrenamtliche, Ehrenamtlicher XYZ soll dann diesen Bereich bearbeiten. Aber ich will halt wissen, wie es funktioniert, falls diejenige oder derjenige mal krank ist. Will ich einspringen können oder einen anderen einarbeiten können? Solche Dinge. Workflow verbessern, wie du Kräfte sparen kannst, dadurch, dass du einfach deine Arbeitsabläufe verbesserst, wie du dadurch dann freie Zeit gewinnen kannst für die Dinge, die wirklich wichtig sind, die dir wirklich wichtig sind in deinem Leben. Sei es deine Familie, sei es du selbst, deine Hobbys, deine Interessen, was auch immer. Es geht darum, Lebensqualität zu steigern, also mehr vom Leben zu haben. Das Leben ist kurz. Also, das Ganze läuft darauf hinaus, wachsen in jeglicher Hinsicht, dass du mehr verstehst von Social Media, von der Technik, vom Marketing, von allem, was da so drumherum dranhängt und dadurch eben glücklicher wirst, zufriedener wirst. Denn wenn du verstehst, was da läuft und du einen Durchblick hast, dann bist du dem nicht mehr ausgeliefert, dann kommst du nicht mehr, hast du nicht mehr das Gefühl, wieder Ochs vom Berge zu stehen, sondern du weißt halt, okay, so funktioniert das alles und kannst dann kleine oder größere Schritte vorwärts machen und siehst dann auch immer die einzelnen Erfolge und dadurch ist die Zufriedenheit einfach da und dadurch kommt das Glücklichsein. Ja, jetzt informieren, einmal einscannen und informieren, das wäre eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, auf der Facebook-Fanpage gibt es ja dieses Header-Bild, was ich gemacht habe mit den Pfeilen, die dir vielleicht auch schon aufgefallen sind. Die zeigen auf dem Button von Facebook und die zeigen ganz klar, hier registrieren. Wo registrierst du dich? Du registrierst dich nicht zum Kauf einer Waschmaschine oder ähnlichem, sondern du springst dadurch auf die Warteliste für die Akademie. Völlig unverbindlich, absolut sicher für dich. Worum geht's? Du erhältst weitere Informationen. Du bekommst mit, wie es vorwärts geht. Du bist live mit dabei. Du kriegst sämtliche Early Birds Angebote. Oh, und dir entgeht nichts. Du kannst von Anfang an wirklich als Stammkunde mit dabei sein. Wenn du das denn möchtest. Völlig frei. Du holst dir erstmal nur die Informationen ein. Wenn du dich dafür entscheidest, kann ich dir jetzt schon sagen, dass mir Stammkunden sehr wichtig sind. Die Preise von der Akademie steigen mit Sicherheit von Jahr zu Jahr weiter an. Und in dem Moment, in dem du einsteigst, legst du fest, welche Preise du in den nächsten 10, 20, 30 Jahren zahlen möchtest. Und du kannst dir vorstellen, in 30 Jahren habe ich andere Preise als heute. Die habe ich schon in 2 Jahren, die habe ich schon nächstes Jahr, habe ich schon ganz andere Preise. Einfach deswegen, weil die Inhalte der Akademie von Monat zu Monat wachsen. Es werden immer mehr Inhalte. Also wird das Ganze immer wertiger. Und umso früher du einsteigst, umso geringer ist der Preis, den du für das Abo zahlst. Monatliche Zahlung möglich, jährliche Zahlung möglich. Und wann immer du einsteigst, legst du fest, den Preis, den sichere ich mir bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Das ist dann dein Stammkundenpreis. Und andere werden darauf ziemlich neidisch werden. Davon kannst du ausgehen. Also, worum ich dich jetzt bitte, ist Folgendes. Geh auf der Facebook-Fanpage auf dem Button registrieren. Gib deine E-Mail-Adresse freundlich ein. Wenn du ganz lieb bist, noch deinen Vornamen, damit ich dich vernünftig ansprechen kann. Du bist ja ein Mensch und nicht irgendwie was anderes. Deswegen wäre toll, wenn du auch deinen Vornamen nennst. Musst du aber nicht. Rein deine E-Mail-Adresse genügt. Dann läuft das ganz normal im Double-Opt-In-Verfahren. Das heißt, du kriegst eine E-Mail. Die bestätigst du und erst dann bekommst du den Newsletter. Warteliste und eventuell auch den Funkenpost-Newsletter,
wenn du den zusätzlich mit ankreuzt. Muss du mal gucken, was du möchtest. Ja, das war's für heute. Du hast jetzt erstmal einen groben Einblick, was alles so mit der Akademie zusammenhängt. Ich halte dich natürlich auf dem Laufenden. Es wird spannend. Von Monat zu Monat wird's mehr. Von Woche zu Woche. Also ich persönlich habe so das Gefühl, ich bin nur am Produzieren, nur am Erstellen, nur am Zusammenstellen. Es ist eine total spannende Zeit für mich jetzt auch und aufregend und ja, alles gleichzeitig machen, also auch so mit dem Promotion anstoßen und Werbeanzeigen planen und diese ganzen Geschichten alles Stück für Stück mit aufbauen. Ja, ich halte dich auf dem Laufenden und ich zeige dann auch so die Fortschritte, zeige dir dann auch so, wie das dann innerhalb der Akademie aussieht, dass du dir dann ein besseres Bild machen kannst. Ich habe es natürlich ganz klar direkt natürlich in meinem Kopf. Ich weiß, wie das Ganze aussieht, wie das Ganze technisch ablaufen wird, wie die Situation ist, wenn du drin bist, wie die Situation ist, wenn du an die Tür klopfst. Klar, du noch nicht, wird aber kommen. Also, meine Empfehlung, hüpf auf die Warteliste, dann entgeht dir nichts, dann kriegst du auch sämtliche Early-Bird-Angebote. Und dann kannst du in aller Ruhe entscheiden, ob es das Richtige ist für dich. Das war's für heute. Ich danke dir fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis die Tage. Nicht vergessen, registrieren. Bei YouTube stelle ich das Video hier nachher auch wieder rein. Ich denke mal, das werde ich morgen machen. Da dann unterhalb des Videos gucken. Unterhalb des Videos findest du auch wieder den Link. Und auf der Fanpage werde ich dementsprechend auch noch den QR-Code mit reinnehmen. Wenn du den einscannst, kommst du auch auf die Liste, auf die Abonnentenliste, die Warteliste für die Akademie. Schönen Abend noch, bis die Tage. Wir sehen und hören uns. Solltest du Fragen haben, schreib mir. Bis dann. Tschüss.